Ich möchte euch gerne eine Ostergeschichte vorlesen, die ich sehr mag, die aus einem meiner Lieblingskinderbücher stammt, aus Krabbat. Das lese ich mindestens einmal im Jahr, weil mich die Geschichte von dem jungen Krabbat, der in eine Zaubermühle gerät und damit schwarzer Magie in Berührung kommt, die nur durch die Liebe zu besiegen ist, immer wieder neu fasziniert. Und auch diese Geschichte, die ich euch jetzt vorspielen möchte, die spielt an Ostern. Fast zeitgleich mit den fernen Glocken hob in Schwarzkolm eine Mädchenstimme zu singen an. Jubelnd sang sie ein altes Osterlied. Krabbat kannte es, hatte es selber als Kind in der Kirche mitgesungen, aber es war ihm, als hörte er es heute zum ersten Mal. Erstanden ist der Heilig Christ. Halleluja, Halleluja. Nun fiel eine Gruppe von 12 oder 15 weiteren Mädchen ein. Die sangen die Strophe im Chor zu Ende. Dann stimmte das eine Mädchen die nächste an und so sangen sie weiter, das eine abwechselnd mit den anderen, Lied um Lied. Krabbat kannte das von daheim. In der Osternacht pflegten die Mädchen singend die Dorfstraße auf und ab zu ziehen, von Mitternacht bis zum Morgengrauen. Sie gingen zu Dreien und Vieren nebeneinander in dichten Reihen und eine von ihnen, das wusste er, war die Kantorka. Sie, mit der schönsten und reinsten Stimme von allen, ging in der ersten Reihe und durfte vorsingen. Sie allein. Die Glocken tönten von Ferne, die Mädchen sangen und Krabbat am Feuer unter dem Holzkreuz sitzend traute sich kaum zu atmen. Er lauschte nur, lauschte zum Dorf hinüber und war wie verzaubert. Etwas später. Wieder schlug Tonda den Pfad durch die Felder ein, außen am Dorf entlang, auf den von Morgennebeln verschleierten Wald zu. Da tauchten vor ihnen die Umrisse schattenhafter Gestalten im Frühlicht auf. Lautlos in langen Reihen kamen die Mädchen des Dorfes ihnen entgegen, dunkle Tücher um den Kopf und um die Schultern, jede mit einem irdenen Wasserkrug. »Komm«, sagte Tonda leise zu Krabbat, »Sie haben das Osterwasser geholt, wir wollen Sie nicht erschrecken.« Sie duckten sich in den Schatten der nächsten Hecke und ließen die Mädchen vorüberziehen. Das Osterwasser, der Junge wusste es, musste man schweigend am Ostermorgen vor Sonnenaufgang aus einer Quelle schöpfen und schweigend nach Hause tragen. Wenn man sich darin wusch, erwarb man sich Schönheit und Glück für ein ganzes Jahr. So wenigstens sagten die Mädchen. Und außerdem konnte man, wenn man das Osterwasser ins Dorf trug, ohne sich dabei umzuschauen, dem künftigen Liebsten begegnen. Das sagten die Mädchen auch. Und wer weiß, was davon zu halten ist.